ihr Süßen, heute gibt es einen neuen Vlog. In ein paar Tagen geht es nämlich in den Urlaub. Und natürlich muss vorher auch auf jeden Fall noch der Koffer gepackt werden. Deswegen dachte ich mir, mache ich eine kleine Art Pack with me oder Preparation before Vacation Vlog. Ich weiß auch nicht. Ja, wir haben Donnerstag und das heißt, in ein paar Tagen geht's los. Ich bin immer so, ich plane immer alles schon wirklich 2-3 Wochen vorher. Und ich fange jetzt auch schon wirklich ein paar Tage vorher an zu packen, damit ich auch wirklich alles habe. Und nicht am Ende in Stress verfalle. Und ich weiß auch gar nicht genau, womit ich anfangen soll, weil ich hatte überlegt, jetzt mit meiner Kosmetik anzufangen und das als erstes einzupacken, womit ich mich schminke. Ja, was sind auch alles so Sachen, die ich ja noch die nächsten Tage immer wieder brauche. Ich dachte mir, ich starte jetzt ganz easy einfach mal mit Unterhosen und Socken, damit ich einfach schon mal diese Grundlage habe, weil wir sind momentan noch ein bisschen durcheinander, wie wir das machen sollen mit dem Wäschewaschen. Wir waschen jetzt nochmal alles, bevor wir fliegen, damit wir nach dem Urlaub keinen Stress haben. Und genau, somit auch alles mitnehmen können, was wir wollen. Und deswegen ist auch noch nicht alles aus der Wäsche raus. Aber ich werde schon mal so Unterhosen und Socken einpacken, damit ich einfach schon mal genug für den Urlaub beiseite gelegt habe und nicht am Ende zu wenig Sachen habe. Also ich zeige euch jetzt natürlich meine Unterwäsche nicht, aber ich nehme jetzt auf jeden Fall, wir sind 7 Tage weg, deswegen nehme ich mir auf jeden Fall 7 oder ich glaube sogar 8 Unterhosen mal mit, zur Sicherheit. Also ich habe jetzt 9 Unterhosen und 7 Socken. Also ihr müsst wissen, ich bin eine Person, ich packe lieber zu viel ein als zu wenig, weil nachher habe ich von irgendwas zu wenig oder irgendwas vergessen und dann ärgere ich mich. Deswegen lieber so, als ja, dann dort was kaufen zu müssen. Also bei Unterwäsche ist es sowieso egal, aber da nehme ich lieber ein bisschen mehr mit. Und genau, jetzt kommen wir zu Bikinis. Also ich habe hier so eine ganz alte Victoria's Secret Tüte und da sind meine ganzen Badesachen drin, also Bikinis und so weiter. Ich habe eigentlich nicht so viel Badezeug, aber ich habe mir in den letzten Wochen ein paar neue Bikinis extra für den Urlaub geholt und ich zeige euch jetzt, welche ich mitnehme. Manche sind hier nicht ganz richtig gebunden. Also wir sind ja 7 Tage da, also reichen eigentlich auch 2 Bikinis, wenn man es so sieht. Aber wir sind wahrscheinlich jeden Tag schwimmen und im Meer, deswegen nehme ich mal lieber ein bisschen mehr mit und ich will ja auch vielleicht ein paar Bilder machen, keine krassen Bikini-Bilder, aber irgendwie ja, fühle ich es mehr, wenn ich dann ein bisschen so Abwechslung habe. Auf jeden Fall werde ich einmal einen ganz schlichten schwarzen Bikini mitnehmen. Die Bikinis sind übrigens alle von Shein, falls es euch interessiert. Ich unterstütze das nicht und ich würde euch auch nicht empfehlen, dort irgendwelche Klamotten zu bestellen. Ich habe aber noch halt die Sachen von Shein, deshalb nehme ich die halt natürlich auch mit. Also einmal einen basic schwarzen Bikini. Dann nehme ich noch diesen neon-pinken Bikini mit. Dann nehme ich noch diesen mit den Schmetterlingen hier drauf mit. Und zum Schluss habe ich noch ein ganz easy dunkelbraunen Bikini. Und das war's. Ich glaube, das reicht auf jeden Fall an Bikinis. Also ich werde mir jetzt mal ein paar Kleider raussuchen, die ich auf jeden Fall mitnehmen will, weil die kann ich ja jetzt ruhig schon rauslegen, weil ich die ja eh nicht mehr anziehe vorher. Ich habe einmal das süße Kleid hier von Zara. Das habe ich mir schon vor Monaten gekauft und hatte es tatsächlich noch nicht einmal an. Also jetzt im Urlaub wird auf jeden Fall der Moment kommen, wo ich es tragen werde. Super schön. Und dann werde ich auf jeden Fall noch dieses Kleid hier mitnehmen von Bershka, das hatte ich euch erst in einem meiner letzten Vlogs gezeigt. Das ist so ein enges, figurbetontes in dunkelbraun. Und dann werde ich noch dieses weiße hier mitnehmen. Das ist so hinten zum Schnüren, also rückenfrei. Und ist auch von Shein. Das hatte ich auch mal auf einem Instagram-Reel an. Und das sind, glaube ich, die Kleider, die ich mitnehmen werde. Also 3 Stück reichen, glaube ich, safe aus, weil, ja, wie gesagt, wir sind jetzt auch nicht mega lange dort. Ich bin gerade wirklich ein bisschen überfordert, weil ich gar nicht weiß, was ich alles einpacken soll und was hier bleibt. Oder beziehungsweise, wann ich was einpacken soll, weil es sind halt jetzt noch ein paar Tage Zeit. Und deswegen, glaube ich, lohnt es sich jetzt noch gar nicht so richtig, die Klamotten einzupacken. Das werde ich, glaube ich, erst 2 Tage vorher machen. Okay, ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich ja auch BHs brauche. Wobei ich denke, dass ich wahrscheinlich eh 80% Bikini-Oberteile anziehen werde. Ich nehme trotzdem mal ein BH mit. Für eine Woche reicht das ja, ne? Deshalb nehme ich auf jeden Fall meinen schulterfreien BH mit. Der ist von Hunkemöller, der ist hautfarben und der hat auch Träger. Also nehme ich die Träger auch mal mit zur Sicherheit. Und ich dachte, da ich jetzt noch nicht so ganz weiß, was ich an Klamotten einpacken soll und ich damit, glaube ich, erst morgen richtig anfange, werde ich jetzt schon mal meine Kosmetik einpacken, Haarpflegesachen und so weiter, damit ich das schon mal beisammen habe. Und genau. Ich fange jetzt an mit Schminke. Ich dachte mir, ich kann es ja schon mal einpacken. Ich habe hier meine kleine Zoeva-Tasche und ich hoffe, dass da alles reinpasst an Make-up. Genau, ich habe hier drin noch eine andere Tasche. Ich glaube, die benutze ich dann für sowas wie Tampons und sowas, Binden, alles so Notfallsachen, die ich eigentlich nicht brauche, aber die man trotzdem mitnehmen sollte. Schmerzmittel, sowas alles. Also das sind jetzt die Produkte, die ich an Make-up einpacken werde. Ich habe ja mal Sonnencreme fürs Gesicht, dann meine Tagescreme, Beauty Blender, Flawless Filter, Concealer, dann 2 Pinsel für Puder und einmal für Bronzer. Dann habe ich hier einen Augenbrauenstift, meinen Augenbrauen
Kleber. Dann Settingpuder, noch Bronzer. Also Puderbronzer nehme ich jetzt einfach mal mit. Dann habe ich hier einen Highlighter, einen Blush, Mascara, Feuerzeug für die Wimpernzange. Und ganz wichtig, Setting Spray. Ich glaube, das müsste alles sein, weil mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, was ich sonst noch benutze. Sonst packe ich mir noch Lippenprodukte ein. Einmal von NYX so ein Gloss. Den trage ich sehr, sehr gerne. Und dann nehme ich mir auch einfach nochmal von Too Faced hier diesen Lip Plumper mit. Ich glaube, das sollte reichen. Ich schminke mich ja da jetzt nicht anders, als ich hier mich auch schminke. An Düften und Parfums nehme ich auch nur eins mit und das ist das Coco Chanel. Das ist mein Favorite Duft. Den trage ich eigentlich fast jeden Tag. Ich glaube, das reicht. So, das ist jetzt so eine kleine Auswahl an Sonnenschutz und habe hier noch mal so ein paar Kosmetiksachen rausgelegt. Also ich nehme auf jeden Fall die Sonnencremen mit, also 50, 30 und mal nochmal diese 30. Die glitzert so ein bisschen, deswegen werde ich die wahrscheinlich eher benutzen als Philipp, deswegen habe ich nochmal normale. Dann habe ich After Sun Lotion, ganz wichtig, nochmal Bräunungsöl. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber kann man ja mal mitnehmen, habe ich schon mega lange. Dann habe ich schon mal mein Deo rausgesucht, Zahnpasta. Und zur Pflege nehme ich auf jeden Fall noch das You & Me Öl mit für nach dem Rasieren. Good morning, Leute. Heute ist der zweite Tag vom Kofferpacken-Tag. Kofferpacken-Video, wie auch immer. Und ich habe gestern ja schon ein bisschen angefangen. Ich werde jetzt heute weitermachen, weil in zwei Tagen geht's los. Und ich will ja, dass es jetzt langsam wirklich auch ernst wird. Ich will mich nicht stressen, deswegen fange ich jetzt richtig an. Ich habe hier nochmal die Sachen hingelegt, die ich schon gestern rausgesucht habe. Ich werde jetzt mit den Klamotten erstmal weitermachen, weil ich da so die größte Hürde sehe. Also ein bisschen was muss noch gewaschen werden. Also wir waschen heute nochmal die dunkle Wäsche, damit wir auch die ganzen Handtücher nochmal frisch haben, bevor wir fliegen. Wir nehmen zwar keine wirklich Handtücher mit, aber einfach damit hier alles fresh bleibt. Und genau, ich mache jetzt weiter mit der Kleidung. Und zwar hatte ich drei Kleider rausgesucht. Das braune, das weiße und das geblümte. Das bleibt auch so. Ich denke, mehr Kleider werde ich nicht mitnehmen. Dann habe ich hier die vier Bikinis. Die hatte ich euch ja gestern auch alle schon gezeigt. Die kommen auch mit. So, Socken und Unterwäsche habe ich auch schon. Jetzt machen wir weiter mit Ankleidung, also was ich anziehen möchte. Ihr seht ja schon meinen Schrank. Und ich werde jetzt mal ein bisschen was raussuchen, was ich mitnehmen will. Also mitkommt auf jeden Fall ein basic schwarzes Crop Top. Genauso wie das neue Top, was ich euch in meinem ASOS Haul gezeigt habe. Das blaue, was so geschnitten ist und was so rückenfrei ist. Das ist so schön. So, next one sind Tops. Ich werde jetzt einfach so basic Tops raussuchen, die ich einfach anziehen kann, wenn wir zum Strand gehen oder wie auch immer. Dann nehme ich einmal das blaue Zara Top mit. Dann nehme ich natürlich noch einmal dasselbe mit in Pink. Und dann nehme ich das natürlich auch nochmal mit in Weiß. Dann werde ich noch welche von diesen Spaghetti-Trägern top mitnehmen. Die sind auch mal richtig cute. Die sind auch von Zara, also eigentlich 80% meines Kleiderschrankes. Das ist auch ganz cute in dunkelblau. Dann dasselbe nochmal in Weiß. So, und ich denke, dann werde ich noch so ein paar große T-Shirts mitnehmen. Und zwar habe ich hier einmal das LFDY-Shirt. Dieses hier. Ich glaube, die anderen sind gerade in der Wäsche. Ja, genau. Hier ist noch ein LFDY-Shirt. Das nehme ich auf jeden Fall auch nochmal mit. Dann werde ich hier auf jeden Fall so ein Set mitnehmen. Das ist einmal diese süße weiße Hose. Das ist so eine Shorts. Und dazu gibt es einmal dieses süße Hemd. Das ist echt cute, weil man kann das so tragen, aber ich kann es auch theoretisch aufknöpfen und darunter einen Top tragen. Und das sieht, glaube ich, auch richtig schön aus. Dann werde ich natürlich meine süße Jeans-Shorts mitnehmen. Nach der fragen immer so viele. Die ist von Stradivarius. Sehr günstig und auch eigentlich eine ganz gute Qualität dafür. Also wirklich echt nice Shorts. Dann werde ich hier diesen Hosenrock mitnehmen. Also es sieht halt aus wie ein Rock. Nach dem fragen mich auch sehr viele, weil ich den oft trage im Sommer. Der ist einfach super bequem. Das sieht halt aus wie ein Rock, ist aber eine Hose. Und der ist von, oder die Hose ist von Shein. Ja. So lange Hosen werde ich, glaube ich, eine Jeans mitnehmen, weil ich auf dem Flug eine Leggings tragen werde. Und dann habe ich quasi eine lange Leggings und eine lange Jeans. Da werde ich mal gucken, wann ich das anziehen kann. Weil wenn man mal abends rausgeht, ist es vielleicht ein bisschen kühler. Da will ich dann sicher gehen, dass ich nicht friere. Und auf dem Flug werde ich wahrscheinlich eine schwarze TVO-Leggings tragen und einfach einen Sport-BH mit einem Hoodie drüber. Dann habe ich auch schon mal einen Pullover dabei, den ich wahrscheinlich dann nur auf Hin- und Rückflug anziehen werde. Weil wir nachts fliegen, wird es wahrscheinlich kalt dann morgens sein, wenn wir hier sind. Und deswegen will ich dann einen Hoodie, glaube ich, drüber ziehen lieber. Leute, ich habe noch ein Kleid gefunden, was ich mitnehmen will. Und zwar ist das dieses hier von Pull & Bear. Das ist auch so cute. Ganz ehrlich, so süßes Kleid. Ach, und diese Shorts werde ich noch mitnehmen. Das ist die Teveo Shorts aus der Lounge Collection. Perfekte Shorts fürs Hotel oder dann zum Chillen. Mega, richtig, mega bequem. Und dann werde ich auch noch dieses Top hier mitnehmen, was so ein bisschen verkrüsselt gerade ist.
Das ist auch ein Top, wonach ihr sehr oft fragt. Das ist hier dieses Stradivarius-Top. Man erkennt es, glaube ich, gerade gar nicht. Es ist aber komplett rückenfrei. Also es hat nur so Schnüre auf dem Rücken und das sieht so nice aus. Ich habe das in schwarz und in blau. Genau, ich werde hier noch dieses große TVO-Shirt mitnehmen. Das ist auch richtig gemütlich. Das werde ich dann wahrscheinlich zum Schlafen tragen. Also ehrlich gesagt glaube ich niemals, dass ich so viele Sachen anziehen werde, aber die Tops nehmen ja keinen Platz weg, ne? Also die kann ich ja, dann kann ich ja 20.000 Tops auch euch einpacken, weil ich meine, die sind ja so small. Die werden ja keinen Platz im Koffer wegnehmen. Und hier habe ich jetzt noch die ganzen Kosmetiksachen wie Sonnencreme, das habe ich euch ja gestern schon gezeigt, Zahnpasta habe ich mal hingestellt, mein Deo fürs nach dem Rasieren, dann habe ich noch Olaplexöl für meine Haare, ganz wichtig, gerade bei Sonne und so, dann Glätteisen, dann habe ich, ja, Glätteisen muss sein, weil ich habe da glaube ich keinen Föhn, ich weiß nicht, ob das Hotel einen Föhn hat, deswegen wichtig, dann einmal Kleber für meine Haare, wenn ich Zopf machen will, Hitzeschutzspray und hier ist noch mein Haarspray und da habe ich noch Haargummis drum gemacht. Und dann habe ich noch Zahnseide. Leute, Philipp hat Angst. Nein. Der hat Flugangst. Weiß ich doch nicht. Kann man Flugangst haben, wenn man noch nie geflogen ist eigentlich? Ich habe einfach, das ist sowas Neues. Sowas Neues. Hast du Angst? Ja. Ganz so klar. Du brauchst keine Angst haben. Ich habe gesagt, ich filme Philipps Start- und Landungsreaktion. Nein. Doch. Nee, ich filme die Startreaktion, weil da ist ja zum ersten Mal, dass es so krass ist. Weißt du? Dass man so denkt, Scheiße, wow. Scheiße, wollte ich mich einkacken, ey. Nein. Das wird ganz entspannt. Nein. Du wirst dich freuen, Schatz. Oh. Sag mal deine Gedanken zum Urlaub. Oh, ich freue mich schon. Ich war noch nie im Urlaub. Deswegen freue ich mich. Schön. Was willst du da als erstes machen, wenn wir da sind? Ans Meer. Am Strand gehen. So, mein Koffer ist jetzt soweit gepackt. Ich habe hier noch Schuhe hinzugetan. Ich habe einmal hohe Schuhe hinzugetan, meine Badeschlappen, meine Birkenstocks und dann habe ich noch eine Tasche. Auch jetzt ist es so laut draußen. Toll. Noch eine Tasche dazu getan. Snacks packen wir auch noch ein bisschen in den Koffer fürs Hotel. Hier ist noch ein Luftball, den wir noch mitnehmen. Zwei Handtücher und darunter sind die ganzen Klamotten. Philipp hat immer noch keinen Koffer gepackt. Aber es ist ja seine Entscheidung, wann er es packt. Also werde ich dazu jetzt auch einfach nichts sagen. Wie bitte? Nix. Genau, und er hat zumindest seine Sachen schon mal rausgelegt. Ich gehe jetzt ins Gym. Und dann werde ich später und morgen dieses Video hier schneiden. Nee. Später nicht, später habe ich keine Zeit, aber morgen werde ich das Video schneiden. Morgen werde ich auch den Rest noch einpacken fürs Handgepäck. Genau, da habe ich auch schon ein paar Sachen rausgelegt. Sonnenbrille und so nehme ich auch alles mit ins Handgepäck. Einfach direkt, damit wir da sind, damit ich da ran kann. So, guten Morgen, Leute. Heute Nacht geht's los. Und Philipp hat jetzt gerade seine Klamotten mal eingepackt. Mein Koffer ist schon voll, wie ihr seht. Wir müssen ja auch noch mal wiegen, weil Philipp hat, glaube ich, safe nicht so viel Gepäck wie ich. Dann habe ich hier schon mal Handgepäck angefangen zu packen. Da habe ich einfach Masken, die Flugtickets, schon mal Sonnenbrille, Kaugummis, ein paar Snacks. Und da kommen auch noch mehr Snacks dann zu. Philipp nimmt ja auch noch seine Tasche mit als Handgepäck. Dann Küche habe ich schon mal ein bisschen aufgeräumt. Wir müssen später noch mal saugen. Dann hier habe ich schon mal meine groben Kosmetiksachen eingepackt. Halt Abschminkzeug, Haarspray. Öle und sowas habe ich alles schon mal hier reingetan. Und hier sind ja noch meine Schminksachen, die packe ich auch noch ein. Ich schmink mich heute nicht, deswegen kann ich die eigentlich auch gleich schon einpacken. Ich sehe aus wie der letzte Ranz. Aber ja, egal, meine Haare müssen unbedingt gewaschen werden. Also unser Plan ist jetzt heute noch, den Rest einzupacken, also so gut es geht. Den anderen Rest packen wir heute Abend noch ganz spät ein oder morgen, also heute Nacht, wenn wir kurz bevor wir losgehen. Und dann wollten wir nochmal nach Decathlon Taucherbrillen gucken. Wir wollten uns so zwei so kleine Taucherbrillen mal holen. Und ja, dann gehe ich noch später ins Gym und ins Solarium. So Leute, da ich ein bisschen im Stress bin heute, werde ich das Video jetzt an der Stelle beenden. Wir haben ja wie gesagt noch ein bisschen was vor und ich werde das Video jetzt auch noch fertig schneiden und hochladen für euch, damit es genau morgen online kommt, also Sonntag. Und genau, ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Folgt mir gerne auf Instagram, falls ihr ein bisschen was vom Urlaub sehen wollt.
Urlaubscontent kommt da auf jeden Fall. Ich werde, glaube ich, nichts vloggen, weil ich will einfach den Urlaub genießen. Und ja, ich werde auf jeden Fall aber für Instagram Sachen produzieren, ist ja ganz klar, ne? Story und so machen. Und vielleicht auch ein paar schöne Fotos, mal schauen, was sich so ergibt. Und genau, das werde ich auf jeden Fall machen, deswegen folgt mir auf Instagram. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!